Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf Bergmann. Wie immer im Lukas zusammen. Ich gucke jetzt nur, dass ich Tiere mal ausmiste. Ich bräuchte aber eine Schubkarre. Oh, da steht einer. Perfekt. Schwein. Ja, die sind leer. Hast du den Mist eigentlich gleich hochgebracht? Hä? Hast du den Mist gleich hochgebracht? Nee. Ach, du schmeißt es hinten drauf, oder was? Ja, ich hab den eben jetzt da mal leer gemacht, weil mit der Schubkarre, die hat nämlich nicht mehr viel hinbekommen, aber ich hab ihn dann einfach hintergefahren. Aha. Okay. Hätte mich gewundert, warum der kleine Ding da leer ist. Ich bringe das jetzt alles nur zu den Kühen, das ist einfach schon. Weil wir dann den größten Haufen, den größten Platz haben und dann. Wie ist nochmal automatisch aufladen? Äste, Steuerung Z. Ah ja. Doppelfly oben machen. Wieso stehen hier überall Blühkanister, ey? Weil ich die rumgeschmissen hat, damit sie das ja befüllen oder wie? Die Scheiße da. Ah, guten Tag. Wieso machst du die Klappe auf? Oder gehen die gerade auf? Egal. So, schütten wir mal alles dahin. Nein! Der Schubkarre hier. Wie viele Schubkarren haben wir eigentlich? Zu viel, gell? Ich glaube 3 Stück, oder? Also ich weiß, ich habe mal eine grüne gekauft mit Geländereifen. Und die, wo ich hier gerade habe, hat keine Geländereifen. Und wir haben noch eine rostige. Das weiß ich auch. Gut. Wieder sind fertig. Guck mal bei den Pferden vorbei. Die haben ja auch Mist, gell? Warte. Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Ob die da Mist haben, die zwei. Sonst würde der Mist drauf ja gar keinen Sinn mehr machen. Also der Platz da. Ich fahr mal rein, sag mal guten Tag. Sieht mal weiter. Moin, hat die Mist irgendwo zufällig? Ja, habt ihr beide. Nächstes Tier in 87 Stunden. Ich bin gespannt, was dann passiert. Nächstes Tier. Ja. Oh, eine Tür hier bitte zu. Ah, da steht noch ein Schubkarre. Ah. Dankeschön. Ah, das biegt ja einfach ab. Ach, hier stehen alle Schubkarren. Ah, Schubkarren gefunden. Schweine fertig, Pferde fertig, Hühner fertig. Sonst haben wir nur noch Kühe, gell? Aber die haben ja ein Riesending da.
Du musst schon mit Schubkarre rein, oder? Nee. So, ich stelle die Schubkarre wieder. What the fuck dauert es? Was? Es dauert ganz schön lange, bis der Kraftstoff aufgefüllt hat. So. Telelader. Jetzt habe ich mal so eine blöde Frage. Die ganz große Schaufel ist unten beim Radlader, ja? Ja. Okay. Stimmt, da war was. Ich wollte gerade fragen, wo die Schaufel ist, aber dann ist mir eingefallen, in dem Moment wird doch am Radlader unten stehen. Naja, nimm mal die kleine Schaufel. Ganz so klein ist sie aber dann mit 3000 Liter. Musst du, glaube ich, 2-3 Mal fahren. Egal. Pferde haben 178 Liter gehabt. Könnte sogar alles einmal reingehen. Je nachdem, wie viel die Hühner hier haben. Da, Bremse. Ach, die Schaufel reicht. Mein Gott. Jetzt. Ah! Das verkackte Tor. Ey, vorhin habe ich einen Hackschnitzelsack aus dem Lager da raus, wo du vorhin rein hast, gell? Ja, nimm den raus. Wollte den in die Hand nehmen, auf einmal wieder verkauft. Weil da anscheinend irgendwie in dem Trigger war vom Hofladen. War das klar? Vielleicht ist dein einer Hackschnitzelsack da vorhin auch in. Und Schuhe. Das könnte sein. War mal hier lang? Hört jetzt noch nicht an, Drive. Eieiei. Soll ich immer noch auslernen oder voll lernen? Voll lernen. Voll lernen. Voll machen, meine ich. Ja. Ich leere dich auch gleich voll. Eigentlich ist die Aufteilung der Maschinen ja so, der Radlader so in der Kalkgrube. Der Kramer ist die ganze Zeit für die Düngerproduktion da und der Tellerlader fährt auf den Hof. Wenn man es mal genau nimmt. So, ich habe jetzt 18.000 Liter Kraftstoff geladen. Ja. Die bringst gucken, du jetzt wo ich als erstes, gucken, wo ich als erstes hinfahre. Gegenfahre. Moin. Ich fahr jetzt erstmal runter zur Tankstelle und warte halt, bis der Preis endlich mal. Ah, Tankstelle, okay. Nicht mehr steigt. Ich hab mir schon gedacht, Tankstelle, aber ich hab noch nicht drauf geachtet, genau. Wo du den Kram verkaufen kannst. Kraftstoff. Da. Ja. Biogasankauf. 24 Stunden. 3731. Und ich bin gerade mit der Schaufel gegen die Wand gefahren. Bleib lange. Tank muss ich auch noch fahren heute. Mein Auto schafft noch 40 Kilometer. Der Tank ist leer, ja. Das heißt doch, ja, ist bestimmt auch schon die Tankanzeige, oder nicht? Ja, klar. Bei 50 Kilometer geht die Anzeige an. Circa. Es ist nur die Frage, wo ich die Scheiße hier verkaufen muss, wenn ich jetzt schon... Kraftstoff ankauf. Ne, Biogas, ne, weil was? Ja, was ist denn Ankauf stand da? Biogasankauf. Oder ist es vorne? An der Seite. Ah, hier. An der Seite, oder? Nee, hinten kann ich ihr Kraftstoff entladen, aber...
sieht man das auch. Also, dass du da verkaufen kannst. Ja, da ist ein Anschluss. Muss einen Schlauch wahrscheinlich verkaufen. Nee, das ist nicht, aber also, das nicht. Gut, dann stelle meine Schaufel wieder dahin. Auch geil, ey. Was? Diese Glas, diese Fenster, wo auf dem Dach sind, bringen auch viel. Die machen Beton hell. Ah ja. Muss ich gleich also mal da kannst du Beton durchsehen durch die Fenster. Ja, modern. Ja. Fenster zu Deko. Das sind einfach nur Fenster als Deko. Hier bist du. Er macht das hin, wo man verkaufen kann, ja. Bei dem Fass halt. Also da halt, ja. Kannst du theoretisch auch im Schlauch verkaufen? Das hält mich mal. Aber. Kann man da einen Schlauch anschließen, oder? Nein, okay. Also kannst du nur so verkaufen. Boah. Hast du das Zeit schneller gemacht? Ja, das ist heute mal noch was wert, aber. Getreide getrocknet. Wie sieht's da aus? 2,4. Was wollte ich noch? Kompost. 1000. Ja gut, das ist eigentlich schon für Kompass, das ist ein guter Preis, Kind. Aber sinkend. Also lieber nicht. Ah, ich komme nicht weit genug. Komm schon. Klappt das? Ja, es klappt. Wenn er schon da steht. Ist fast auch noch? Oh, so dreckig ist es. Das würde ihm wahrscheinlich halt immer auffallen. Was? Das würde ihm wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Was denn? Was ich gerade gemacht habe. Wieso könnte ich schon wetten, dass du einen Schlauch dran gemacht hast? Was? Nee, nee. Ging nicht. Ach, du meinst die Fenster. Ja? Du meinst die Fenster. Also denke ich es mal. Die oben auf dem Dach. Auf dem Dach? Ah. Na gut, die sind doch besser. Ah ja, das ist halt einfach Deko. Das ist halt von unten so aus, das wäre da ein Ding. Ich denke mal in der Traktor an, kommt mal auf vorne auffällt. Wahrscheinlich eh nicht. Also extrem war es nicht. 3777. Verkauf. Fällt dir was auf? Am Traktor. Am Traktor. Nee, was denn? Guck mal zu mir. Sauber gemacht. Super, der war schon sauber. Nein, der war dreckig. Doch. Nein, der war dreckig. Die Treppe war dreckig. Ist das mein Traktor eingestellt oder was? Nee, T irgendwas ist Waldtraktor. Ja. Ja. Guck mal, ob das läuft. Bernd. Was? 67.000. Boah. Ups. Der arme Briefkasten.
Jetzt kann keiner mehr Post weitergeben. Eieieiei. Post verschicken. Mann. Nimm mal diese Raudis. Ich tapp einfach mal weiter. Gute Frage. Was? Hast du zwei Kurse eingestellt oder hast du nur einen eingestellt? Das sieht bei mir so aus. Aber bei mir sind zwei kombinierte Kurse eingestellt. Was weißt du? Ich bin auf das gegangen, was du, Ja, da steht zwei kombinierte Kurse. Deswegen. Der fährt zweimal mit Reise, laut meinem Kurs. Oh, egal. Der wird schon ein bisschen was machen. Alles eingestellt? Und Drescher? Nö. Ha? Abfahren bei 90%? Nee. Statt bei 50%? Nee. Statt bei... Ja, 99%. Du kannst jetzt auch mit dem neuen Cosplay Ballen pressen und sammeln lassen. Hallo? Ja. War nichts Neues für dich? Nee, aber das klappt. Ja. Doch, es ist was Neues. Aber... Sammeln, ja. Pressen geht halt, glaube ich, nur mit Quaderballpressen. Was ist denn Feldversorgung? Was? Bitte was? Was geht's? Was willst du mit Felsen so? Ja, aber Traktor. Was ist da eigentlich auf der Fett? Hä? Hä? Wieso ist hier auf Feld 27 Fett Dordameis? Was soll ich das so wissen? Und auf Feld 15 Fett Dordameis. Was ist das für Dord? Faul? Ah, oh, lecker Öl. Nee, Fett, Öl. Öl. Fettöl, Öl, Fett. Öliges Fett. Nee, ich wollte den Metzger nicht zum Gasthaus. Ey, sagt der Metzger schon zu, mach die Tür auf! Egal, brech ich halt ein. Ah, nee, falsches Ding. Ah, die Spanferkel sind fertig. Eins, zwei, drei und ein halbes. Kann ich jetzt einfach so nehmen? Ach, naja, gut. Lieber die toten Schweine da nehmen, als diese lebendigen Laufenden da. Theoretisch kann ich doch so einen Ferkel nehmen. Auf den Boden schmeißen geht auch, ja. Und auf die Säge legen. Ach Gott, nee. Nein. Heb das Schwein drauf. Mein Gott. Sag mal schon. Können wir aber nicht verkaufen, weil der Metzger schon zu hat. Ah, Gerrit muss entladen. Ich bin gespannt. Ah, er ist unterwegs. Perfekt. Perfekt. Sieht's denn hier aus?
genau, schon für die App gehen. Wie viel Dünger haben wir jetzt? Da drüben. 64.000. Ja, komm, eine Lade geht noch. Eine geht noch. Stimmt, ja. Ich habe mich gerade gewundert, wir haben echt viel Saatgut da. Aber wenn man zweimal 40.000 Liter macht, ist das kein Wunder, oder? Wieso steht da irgendwo? Hä? Interessant. Ein Mayonnaise Bucket. So, nochmal voll die Bude. Wir haben gerade schon eigentlich die Wiese hier. 16. Ja, genug. 300.000. Ja, komm. Weil das wäre das einzig Logische, ehrlich gesagt. Die anderen beiden kosten noch mehr. 1 Million. Weil das wäre jetzt eigentlich das Einfachste, weil der direkt in dem dran ist und alles. Oder? Ja. Ja. Sagen wir eigentlich Mähtechnik so mäßig, doch nix, gell? Also doch. Nicht. Komm, Ballenpresse, ein Frontmähwerk und ein Zetter? Kann das sein? Ein Schwader haben wir auch. Also ich sag mal so. Mähwerk. Alter, was ist denn? Den Schwader könnten wir verkaufen. Oder? Ja, Heu. Ja gut, Heu kann man trocknen. Heu kann man trocknen, aber ich glaube als Ballen ist es auch manchmal ja, ganz praktisch pflanzert. Ja, das kann man dann immer noch pressen. Also ich fände es einfacher, weil... Das Frontmähwerk auf jeden Fall wird auf jeden Fall verkauft. Warum? Hä? Brauchst du ein Frontmähwerk? Ja, das kannst du verkaufen. Wenn er mit dir, wenn er will ich das von Querneland kaufen. Vicon. Vicon ist schön. Scheißegal. Können wir lernen, das hellblau. Das finde ich, lieber schwarz. Kavallern sieht komisch aus. Also nicht komisch, aber wie kann ich das? Ja, das hat nämlich schon eine größere Arbeitsweise. Ja gut, es ist ja im Endeffekt egal. Bei dem Heckmähwerk ist das. Die 0,1 Meter. Nur bei der Schwader bringt auch noch ein bisschen Geld. So, einen Ballenwickler würde ich behalten. Presse auf jeden Fall auch. Zetter. Kann man eigentlich weg. Also die drei Sachen kann man eigentlich verkaufen. Haben wir da auch schon mal ein bisschen Geld wieder. Und ich sag mal, wenn mal der Preis ist getrocknet, also heute habe ich echt zu das was gesoffen. Ganz ehrlich. Ja, hab ich ja. wenn mal der Preis für getrocknete Getreide mal gut ist, dann kriegt man da wirklich fett Kohle. Wo war ich jetzt gerade? Ich wusste irgendwas, war ich hier gerade beim Silo unterwegs hier, aber ich wusste nicht was. Also wenn man Heu in Ballen braucht, kann man das immer noch pressen. Da haben wir dieses komische Silo da. Oder die stationären Pressen kaufen, mieten. Zur Not. Und ich weiß nicht, wofür man HD-Ballen bräuchte. Heu. Ich habe dafür noch keinen Nutzen gefunden. Stroh, klar, für die Abfergestation. Abfergestall. Aber... Ja, Heu? Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch über der Werkstatt, das Lager ist jetzt zu HD-Bahn geworden, gell? Du kannst mir viel erzählen. Das Witzige ist nur, die Heuballen, die da vorher drin waren, kalt und sind schwierig. Da oben immer noch drin, gell? Aber als HD-Bahn. Mit 4000 Liter. Das heißt, wenn du da oben auslagerst, kriegst du HD-Bahn. Wo glaube ich normalerweise ca. 2000 Liter haben oder 1000, ich weiß es nicht. Die haben 4000 Liter. Alter. Es wäre auch ein Überlegen, wenn man Anhänger mit Dünger zu verkaufen, ne? Ja. Den Anhänger mit Dünger. Dünger. Gartenzentrum, das ist aber dann nicht drauf. 3,5. Gartenzentrum ist Big Base.
Ja, ne, dann nicht. Müssen wir einen Überladewagen nehmen und Abstellpackstation mitnehmen und Nahtanker. Aber heute eh nicht mehr. Wir haben jetzt 64.000 Liter, ich mach gerade nochmal 8.000. Ja, können wir aber wieder verkaufen. Ne? Was bringt denn eigentlich Kalk? Nicht viel. Nur 661. So, wenn man mal Zeit hat, kann man da auch was verkaufen vielleicht. So. Gut, dann. Das könnte ich jetzt nicht mehr machen, aus Spaß. Hä? Was? Ich wollte mal was machen, aber das kann ich jetzt fast nicht machen. Warum? Weil es ein bisschen Geld kostet. Das kann ich fast nicht machen, weil es ein bisschen Geld kostet. Ah ja. Das würde mich interessieren, was. Was kann man denn konfigurieren, was Geld kostet? Akibamba? 7000. Ach, du kannst Akibamba machen. Nein. Danke, die Scheiße brauche ich nicht. Oh. Hey, hast du ein Gimmick dran, kannst immer was dranhängen. Alle Hängerkupplung. Motorausführung, Auspufffarbe. Motordeckel. Bitte was? Ach so. Das tust Motorsand. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was willst du denn konfigurieren? Ja, geschehen nicht. Ach komm schon. Ich mach's auf jeden Fall nicht, weil es 7000 Euro kostet. Komm schon, sag mir es. Nein. Doch. Bitte. Nö. Ich hätte mal Zwillingsbereifung drauf gemacht, aber die kostet 7000. Wofür brauchen wir Zwillingsbereifung? Ja, nur einfach nur mal so, um zu sehen, wie es aussieht. Wo geht ja eigentlich Licht an? Ah! Mit F. Was? Ich bin in der Werkstatt. Ach, das Licht! Oh, das wäre auch lustig. So, ich stell mal direkt in die Gras, dann hat's ein Düngerhaus und dann. Das meine ich schon vorhin mit der Blue-Kanister. Ah. Alter, wie viele Reifen gibt's denn? Wie viele Reifenschiller gibt's denn da? Als Hersteller? Oder Varianten? Varianten, was ich auf den Träger packen kann, ey. Keine Ahnung. Zu viel? Ja. So. Ist das die Dieselproduktionsmaschine? Ah. Sieht's denn ja eigentlich aus? Ah, 12.000 Liter Öl, okay. Okay. So, Dünger. Ist fertig, gut. Kippen wir den aus. So ist der Boden eigentlich so uneben. Die Maschine wackelt wie ein Kuhschwanz. Du besitzt dieses Land nicht. Ich besitze es auch, Kleinheit. Mein Gott. Wackelt immer noch. Egal. Also gut Leute, dann danke fürs Zuschauen. Mir ist leid, dass es euch gefallen hat. Abo nicht, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann gucken wir mal, wie wir wieder Fettkohle kriegen. Also, bis dann. Tschüss.
Jetzt wüsste ich, warum auf den Didi eben mir ein Mayonnaise-Eimer angezeigt wird. Komm mal kurz her zu mir, bitte. Bist du denn? Beim Ortsschild von Fuchshausen. Richtung Händler. Gucken, ob dir was auffällt. Da steht ein Mayonnaise-Eimer. Ein Feuer. Am Ortsschild. Weil als ich vorhin mal geguckt habe, was du so treibst auf dem Server, habe ich gesehen, da mir wird angezeigt für Karte Mayonnaise-Eimer. Denke ich mir immer, hä? Stell dir mal bitte auf die Straße. Mitten drauf. Mitten drauf. Wenn du auch siehst. Wer als nächstes vorbeikommt, kann er mitnehmen. Was machst du da? Spring nochmal. Nö. Bitte einmal. Gern geschehen.